Moin Kinders, ja, wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ne? Der Onkel Zappes war irgendwie ein bisschen videofaul, vorsichtig ausgedrückt und ja, ich habe auch nichts gemacht, was ihr hättet sehen wollen. Ja, und in diese Periode meines Nichtschaffens kam neulich plötzlich eine Mail, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Da hat nämlich plötzlich so eine Dame von der PR-Agentur vom Heise Verlag, ja, sich bei mir gemeldet und meinte, ja, die finden meine Videos völlig knorke und sie suchen Werbeträger, Gedönse und so weiter. Habe ich mir noch gedacht, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Bis sie dann gesagt hat, also geschrieben hat, gedingst, ja, dass das natürlich nicht für Umme ist. Da haben wir gedacht, okay, ja, da bin ich dabei. Ja, da kenne ich was von. Und dann haben sie mal so angeboten, ja, also wenn ich ein Video mache über die Zeitschrift Make aus dem Heise Verlag, dann schenken sie mir ein Abo und ich kann mir sogar noch die Abo-Prämien dazu aussuchen. Dann habe ich gesagt, ey, das Zeug, was ihr da habt, das habe ich ja alles schon, das brauchen wir nicht. Haben sie gesagt, ja, auch kein Thema, machen wir dir halt noch ein zweites Jahr vom Abo drauf. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, also kriegt ihr ein Video und ich krieg Zeitschriften, das ist ja jetzt mal für sich genommen nicht schlecht. Ne? Und dann kam also heute tatsächlich mit der Post hier so ein fettes Gedöns. Ja? Ich hatte einen kleinen Umschlag gerechnet. Und da drinnen war hier so eine Mappe, ne? Von Media House Direct. Das ist wohl, nehme ich mal so an, die PR-Agentur von Heise. Und da drin haben wir hier ein Anschreiben. Ja? Und voll gut. Sachen für zum aufs Klo legen. Ja, für zum aufs Klo legen, weil weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ja. Aber so normalerweise, wenn ich irgendwas brauche, irgendwas wissen will, da gibt es ja diese Erfindung, dieses Internet-Dings, ne? Das ist ja echt nicht schlecht, da steht ja alles drin. Und so Zeitschriften aus toten Bäumen, die gibt es bei mir eigentlich nur, ja, also im Grunde genommen zu zwei Gründen. Das eine ist, wenn ich irgendwie mit dem Flieger unterwegs bin oder so und mir noch schnell eine Zeitschrift mitnehme. Oder ja, vielleicht noch, wenn ich Chili gekocht habe, hinterher längere Zeit auf dem Klo verbringe und da was lesen möchte. Da sind Zeitschriften nämlich irgendwie schon, ja, es ist besser und so. Ne? Ja, also auf jeden Fall hier. Wie gesagt, ich habe da jetzt erstmal Material bekommen und dann haben wir hier dieses wunderbare Anschreiben, wo das Mediahaus-Team durch eine Frau Safjolov vertreten in diesem Fall und eine Frau Fredenburg, die sagen, also ich, lieber Maker, hallo lieber Maker, ich bin also ein Maker hier, ja, da kriege ich aktuelles Belegexemplar, das sind drei Exemplare, aber wahrscheinlich ist das hier. Mal kurz gucken, sind das Sonderausgaben oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ah, Ausgabe 2 2016, 3 2016 und 5. Die 4 war vermutlich ausverkauft. Ja, steht also drin, ich soll einen Beitrag mit mindestens 350 Wörtern machen. Ich glaube, wir sind hier in Printmedien-Gedanken unterwegs. Ich kann von mir erstelltes Bildmaterial verwenden, also ich erstelle hier gerade mit euch zusammen Bildmaterial. Und ich soll da einen Hashtag mit reinmachen. Na ja, gut, Hashtag kriegen sie. Hashtag make. Ja, den Abo-Shop der Make soll ich verlinken. Das mache ich auch. Das mache ich hier unten drunter. Und ich kann meinen Lesern oder ich nehme mal an, Zuschauer wird auch gehen, ein Gratis-Exemplar der Make schenken. Dafür müsst ihr einen Code, den ich auch da unten reinschreibe, auf einer Website, die ich auch da unten reinschreibe, reindengeln und dann kriegt ihr da irgendwie ein Heft geschenkt. Ja, gut, dann habt ihr auch noch was davon und nicht nur ich. Das ist ja nicht schlecht. Bis zum 4.11. soll ich spätestens veröffentlichen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Einen Link wollen sie haben. Ja, und sie freuen sich auf eine erfolgreiche Kooperation mit mir, Smiley. Und ich kann mich bei weiteren Fragen bei ihnen melden. Nö, also ich glaube, das ist sogar mit meinen intellektuellen Möglichkeiten noch irgendwie verständlich. Und ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal rein in das Zeug, was die mir geschickt haben. Weil, mal gucken, ne? Ich meine, ich kenne die Zeitschrift. Ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist das, was ich normalerweise für einen Flieger so kaufe. Wenn ich nicht gerade eine CT kaufe, was ein cooles Thema haben, aber irgendwie bin ich da
ein bisschen heißig angehaucht, glaube ich. Ja, auf jeden Fall baue ich jetzt mal kurz hier die Kamera um und dann guckt ihr dahin, wo ich auch hingucke und dann gucken wir da zusammen rein und dann gucken wir mal, ne? Als dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Also, da haben wir gleich mal erste Ausgabe von denen, die hier liegen. Das ist die 2016. Und da haben sie den Makern ein Futterboot für Fische gebaut, Experimente mit Mikrowellen gemacht und Lautsprecher in Abflussrohre gepackt. Insgesamt, so was man jetzt mal sagen muss, also das Papier ist ordentlich, die Fotos sehen gut aus. Ich schlage das hier mal so auf und blätter mal so ganz grob durch. Ja, sie haben Leserbriefe und ein Comic ist ja total ungewöhnlich. Ach, guck mal, die kenne ich doch, die Leute. An der Stelle schönen Grüße an die Birkliner, wenn ich sie hier schon so sehe. Bau des Dampfer-Aktivbox-Modells heißt hier der Artikel der Dings. Na, wo, wie kriege ich das hier hin? Hey, geil, das ist der Schatten von meiner Kamera. Voll professionelle Technologie hier. Wie dem auch sei, Dampfer ist wahrscheinlich jetzt auf Schiffe gemünzt. Ja, das sieht cool aus. Case Modding, das gibt's noch, cool. Offensichtlich also hier auch Sachen, wo es dann so ein bisschen mehr um Elektronik geht. Bewegungsmelder, Alarm im IoT. Ja, IoT, das machen wir jetzt alle. Ne? Man, wenn irgendwas von uns irgendwo ans Internet dengelt, ist das ja alles IoT heutzutage. Oh, das gefällt mir mit Spiritus und Hochspannung. Feuer und Strom. Hat hier immer so Infos drin, wie schwer irgend so ein Projekt ist. Ja gut, was soll ich drüber sagen? Ne? Ist halt, ich meine, weiß jetzt nicht, ich denke, ihr kennt hoffentlich die Make alle. Wenn nicht, dann hätte ich euch die auch so empfohlen, ohne dass die mir da was schenken, weil es eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Irgendwas mit ARM-Programmierung. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Bastelkram. Und Copter-Kram. Copter-Kram kram ich auch immer ganz gern. Ja, FPV. Das ist interessant, dass sie hier FPV-Flug-Dingsbums empfehlen, was in Deutschland ja eigentlich, also sagen wir mal, naja, eigentlich glaube ich, ist das nicht wirklich also so richtig erlaubt, aber naja, im Zweifelsfall muss man halt bei sich im Keller fliegen. Ja? Solange man es nicht draußen tut, ist ja alles okay. Also, ja, nochmal da die Hefte. Was soll ich sagen? Das ist Papier. Ne? Make Family. Naja, mir Kram für Kiddies. Gut, also so ein Heft hier kostet 9,90 Euro. Macht dafür so ungefähr. Okay. Hinten sind Schnitten drauf, da Schnitten. Macht 146 Seiten. Das macht ziemlich genau einen Betrag von 10 Euro für 100 Seiten. Na, das ist ja nicht schlecht, da sind wir ja gerade mal bei 14 Cent pro Seite. Ja, das kann man schon mal ausgeben. Und ja, ne? Also hier, Zeitschrift. Müsst ihr euch mal angucken. Gibt es am Kiosk, gibt es im Abo und ja. Gut, wie dem auch sei. So, der gute Onkel Zappes hat seine Pflicht gegenüber dem Heise Verlag und der Media House Direct erfüllt, ja, und die Make vorgestellt, hier die Make. Jetzt kriege ich ein Abo, finde ich voll gut. Und wie gesagt, ihr schaut mal unten in die Beschreibung, da gibt es für euch auch noch was. Insgesamt ist die Sache sehr schön, ja, hat mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Ich frage mich nur, wieso ich da irgendwie so zielgruppenproblematisch gelandet bin. Ich will es mal so zum Ausdruck bringen. Angenommen, ihr habt eine Zeitschrift, die sich mit Bildmaterial, ich sage jetzt mal künstlerische Nacktfotos oder so beschäftigt, ja, und ihr wollt die vorgestellt haben, ja, das fände ich noch viel besser. Oder stellt euch vor, ihr besitzt eine Brauerei. Und ihr braucht jemanden, der vor laufender Kamera für ein Bierabo irgendwie zum Beispiel sich zum Affen macht, dann bin ich auch euer Mann. Ja, aber gut, also so Bastelkram ist natürlich auch okay. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache mir jetzt einen schönen großen Topf Chili. Und dann lese ich mal die drei Ausgaben weg, die ich da bekommen habe. Dazu werde ich dann Gelegenheit haben. Und vielleicht ist ja irgendwas drin, was ich nachbauen will. Dann gäbe es mal wieder ein Elektronikvideo. Ja. Kann ja passieren. Schauen wir mal. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, was ich immer so sage, nämlich Tschüssing. Was? Ja, der Sound ist immer noch scheiße und nein, ich kann immer noch nichts dagegen tun und
Wenn mir jemand eine bessere Kamera schenkt, nehme ich sie, aber ansonsten müsste er damit leben.